sag mal, da wo Friedfische sind, müsste auch der Räuber stehen. Und ihr seht, er war hier vorne, war er und hat zugeschnappt. Aber er hat einen Blinker nicht gekriegt. Vielleicht haben wir Glück und er beißt normal, aber ihr habt es gesehen. Live das. Ja, guten Morgen, Freunde. Heute wollen wir mal wieder Raubfisch angeln gehen. Ihr seht, wir sind hier wieder im Buchholz. Und ja, wie gesagt, wir wollen mal gucken, ob der ein oder andere Hecht an der Angel rangeht. Und wie ihr schon seht, ist sie total verschilft. Also wie gesagt, das ist ein riesiger Schilfgürtel mit den Jahren drum jetzt. Und wir wollen mal sehen, ob wir mit einem Schlauchboot bis an der Wasserkante rankommen. Und von da aus könnten wir ja dann schön in die Seemitte rinschmeißen. Wie gesagt, ihr seid wieder live mit dabei. Ich nehme euch mit, soweit wie geht. Und ja, wie gesagt, dann zeige ich euch am Ende wieder die Fische oder auch nicht die Fische. Wie gesagt, auf geht's. Hier seht ihr nochmal das Schlauchboot. Natürlich mit vierfach Sicherungssystem. Mit dabei natürlich unsere Schwimmweste. Man weiß ja nie. Also wie gesagt, nur dass ihr mal gesehen habt. Und dann geht es gleich los. Wie gesagt, ich versuche euch mitzunehmen. Die Kamera, so wie es geht, werde ich versuchen, ein bisschen zu filmen. Dann sage ich, bis gleich. Und mal gucken, ob wir den ein oder anderen Hecht hier rauskriegen. So, wie ihr sagt, ihr seid live mit dabei. Dann werden wir mal jetzt die Angel starten und einfach mal gucken, ob was geht. Hier seht ihr den Blinker. Wir versuchen mal mit dieser Marke hier. Weil ich sag mal, hier angelt ja jetzt keiner mehr, weil kommt ja keiner ran. Und ja, dementsprechend groß oder ich sag mal auch klein müssten die Hechte ja sein. Okay, erster Wurf. So, ihr seht da hinten sind eben viele kleine Fische beiseite gesprungen, wo der Blinker ingeschlagen ist. Und ich sag mal, da wo Friedfische sind, müsste auch der Räuber stehen. Und ihr seht, er war hier vorne, war er und hat zugeschnappt. Aber er hat einen Blinker nicht gekriegt. Vielleicht haben wir Glück und er beißt normal, aber ihr habt es gesehen. Live bis. Hier müssen wir wieder durch. Hier müssen wir jetzt durch. Der Hin- und Rückweg ist immer das Schlimmste. Man darf halt nirgendwo an was Spitze kommen. Kommt man an Spitze pflanzen, hat das Boot ein Loch. Müssen wir sehen. Also wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Dann zeige ich euch nochmal die Fische. So Freunde, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Schleuse. Ihr seht, da ist er schon. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich am Ufer und dann zeige ich euch die Fische. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann seid einfach das nächste Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, wir wollen jetzt unsere Angeltour beenden. Wir haben auch Raubfische gekriegt. Ihr wart dabei. Zwei Hechte wahrscheinlich haben natürlich nicht richtig zugeschnappt, sind entwischt. Aber dennoch konnten wir ein Hecht landen und zwei Barsche. Wie gesagt, ihr seid ja dabei gewesen. Und ich zeige euch die Fische gleich nochmal. Mindestmaß haben sie alle, können wir mitnehmen. Ja, wie gesagt, jetzt zeige ich es euch nochmal. Und dann werden wir uns für heute verabschieden. So, wie gesagt, hier sind sie nochmal.
ein Hecht, zwei Barsche, zwei Hechte sind flöten gegangen. Die werden wir versuchen, das nächste Mal an der Angel zu kriegen. Jedenfalls kommen wir wieder. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Likes und Abos ganz sehen. Ciao, ciao und goodbye.